Ja, und damit hallihallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Atlas. Ja, der ganze Neuanfang, das ganze neue Gedöns. Jetzt wäre ich gerade fast ins Wasser gesprungen. Ja, es geht weiter. Wir sammeln mal noch ein paar Materialien, gucken uns noch ein bisschen um und wenn wir dann soweit sind, dann düsen wir los mit unserem Flößlein und suchen uns eine schöne Insel. Ich würde noch gerne eine Kiste bauen, auf jeden Fall, aufs Ding. Ich glaube, ich habe die noch nicht geskillt, ne? Hoppe. Ich glaube, Kisten habe ich. Irre. Warte. Boah, das sind solche Dinge. Ich vergesse das immer, wo das nochmal war. War hier mit. Boah, Mowgli ist wieder am Bellen. Der bellt wieder gerade. Gerade wieder wahrscheinlich die liebe Naya unterwegs, weil dann bellt er immer. Ich glaube, wir müssen das hier skillen. Das hier. Okay, alles klar. Kriegen wir alles hin. Ist ja nicht so. Wird es eigentlich jetzt Tag oder wird das Nacht? Ich glaube, es wird Tag. Ich glaube, wir können die Fackel langsam mal wieder einpacken. Dann werden wir hier gerade noch ein bisschen. Bisschen mal. Materialien zusammensuchen. Wie gesagt, wir werden jetzt einiges mitnehmen schon an Materialien, dass gerade wenn wir dann wirklich eine Insel gefunden haben, auf der wir dann bauen, dass wir da nicht allzu viel weggruppen müssen und vielleicht direkt schon anfangen können mit Bauen und so, ne? Also müssen wir halt auch erstmal gut ausgerüstet sein, bevor wir losfahren. Es wird auf jeden Fall dann wieder eine längere Zeit sein, mit der wir mit dem Floß unterwegs sind, weil ich will auch nicht die nächstbeste Insel dann ansteuern, so. Also wir werden da schon gucken, dass wir eine schicke Insel finden, die uns gefällt. Warum machen wir die kaputt? Weil die geben gut Leder. Oh. Wildkröten geben gut Leder. Oh. Weg. Einsam. Rohr mit. Wenn wir jetzt hier schon auf so einer Startinsel sind, dann kann man hier die ganzen Ressourcen wirklich immer einpacken, ne, die ihr hier findet. Dann habt ihr da schon mal das weg und müsst dann nicht noch zusätzlich irgendwie irgendwo auf bestimmte Inseln fahren, um das dann zu suchen. Weil es gibt ja nicht unbedingt alles auf allen Inseln, ne? Mal festgestellt. Da wir jetzt eh neu anfangen müssen, was soll der Geiz, ne? Ist ja nicht so, dass wir schon viel hatten. Es schmerzt immer noch. Und ich glaube, es wird uns noch ewig lange begleiten, wie sehr es schmerzt, wenn man weiß, man hatte alles und jetzt hat man einfach nichts mehr.
hatten eine Rowenta, alles. Wir hatten Pferde, wir hatten Kühe, wir hatten Schweine, wir hatten Hasen, Affen. Wir hatten einfach alles. Jetzt stehen wir hier und müssen komplett von vorne anfangen. Weil alles umsonst war. Ja, so kann das halt manchmal gehen, ne? Auf der einen Seite ist es halt so, man kann halt vieles jetzt anders machen, vielleicht auch besser machen, ja. Aber auf der anderen Seite, ich hatte halt so viel schon und es ist jetzt alles wieder so mühsam, das alles wieder zu machen, ne? Gerade vor allem halt auch das Schiff zu bauen, Freund, das ist halt wieder alles so, uff. Das wird halt wieder alles Arbeit, ne? Das wird wieder sehr, sehr viel Arbeit werden. Ah, da haben wir das Level abgemacht. Perfekt. Das Deck angucken. Ich werde noch den Rest hier Metall mitnehmen erstmal. Der liebe Eno hat auch in die Kommentare geschrieben oder auch mir privat, dass es da einen Mod gibt, wo man das Metall direkt auf der Insel hier schmelzen kann. Ich habe den jetzt noch nicht installiert. Ich weiß auch nicht, ob ich den hole. Also ich, weil es bringt uns ja eh nicht das Metall momentan. Also das Metall jetzt schmelzen hier auf der Insel. Ich wüsste jedenfalls nicht, was es uns bringt. Deshalb lassen wir den mal noch weg. Wenn ich ihn immer noch haben... brauche oder wir doch brauchen, oder einer schreibt in die Kommentare, hey, du brauchst ihn noch und wir sind losgefahren und so, kann man immer noch hier zurück. Und besorgen vielleicht. Oder auf einer anderen Startinsel, wird dann eigentlich auf jeder Startinsel sein, also nicht nur auf der, sondern auf den anderen allen. Wird dann auch funktionieren, ne? Aber eben mal, erstmal hier. Ausdauer. Hat das hier erstmal. Das hier erstmal. Nicht wundern, wenn ihr Mowgli im Hintergrund hört, so, der ist gerade wieder am Spielen mit den Katzen. Da ist wieder die Naya gekommen und Naya hat ja immer so ein bisschen, ja, Respekt vor ihm, so ein bisschen Schiss, beides eigentlich. Und ja. Kam ja gar keine Bienen raus. Und Mowgli, der liebt das dann, wenn sie dann immer vor ihm davon rennt. Und dann rennt er immer hinterher. Und dann steht er irgendwann vor der Treppe. Ich habe ja so eine Galerie, ne, also wo man so hoch kann. Und da rennt halt Naya dann immer hoch und er geht halt diese Treppen nicht hoch. Ja, und dann steht er immer vor der Treppe und schimpft, weil er nicht hochkommt. Warte mal. Doch jetzt eigentlich Kisten gelernt haben, oder habe ich da Schrank? Fasern. Wir haben ein paar mitnehmen, dann können wir einen Schrank herstellen und den können wir dann schön aufs Floß draufstellen. Ach ja, das ist jetzt... Wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen frustriert. Das ist halt... Irgendwo hat es auch was Gutes, dass wir wieder von Neuem anfangen. So. 322 Folgen, da haben wir in Atlas verbracht jetzt schon. 322 Folgen, in denen wir sehr viel geschafft haben. 322 Folgen, in denen ich gerne vielleicht auch noch... anders fortgefahren wäre. Jetzt haben wir die Möglichkeit, welche Dinge anders dazu machen.
Aber man fällt eh wieder so in diesen alten Trott wahrscheinlich zurück. Ich weiß es nicht mehr. Gucken. Wir werden es sehen, Freunde. Aber, ja. Nach 322 Folgen gab es den Vibe. Und ich hoffe, es gibt dann jetzt nicht wieder nach 322 Folgen den Vibe. Also stell dir vor, wir machen jetzt wieder 322 Folgen. Und dann kommt wieder irgendwie so ein... Also eine Idee so, ey, lass mal hier schnell nochmal oder so, ne? Das wäre halt... Das wäre halt echt... Wow, nee, ich glaub's nicht. Ich hoffe es nicht, ey. Ich hoffe es nicht. Wir wollten ja dann auch noch Katzen, ne? Und eine besorgen. Das wollten wir ja auch noch machen. Werden wir auch tun, bevor wir natürlich losfahren mit unserem Rettungsfloh. Ich weiß auch noch nicht genau, in welche Richtung wir dann fahren werden. Auf welches Cluster wir fahren werden. Das bleibt alles noch so ein bisschen... zurück. Überraschung. Ich würde sagen, wir fahren einfach dahin, wo der Wind uns hintreibt. Weil wir keine Essenskiste haben, müssen wir das mal hier alles reinpacken. Wir haben eigentlich schon wirklich gut an Materialien zusammen. So. Jetzt fangen wir ein paar Fische. Und dann kriegen die Katzen... Dann kriegen die Katzen Futti, Futti, Futti. Und irgendeine Katze wird an uns gehören. Oh. Ja, vielleicht auch. Kann ich nicht draufstehen. Ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Spitzhacke. Dann. Verpacken. Ich würde sagen, wir holen noch ein bisschen was. So, da kam gerade der liebe Finn auch wieder. Der darf natürlich bei einer Aufnahme niemals fehlen, ne? Hintergrundgeräusche Mowgli dürfen nicht fehlen. Und Finn, der sich vor den Bildschirm stellt oder hinlegt oder sich vor die Tastatur legt, natürlich darf er auch nicht fehlen, weil er ist ja immer dabei. Ja, da hat er gerade genau gesagt. Also er ist immer dabei. So, haben wir hier noch irgendwo einen Fisch oder sowas? Hier noch irgendwo einen Fisch? Da. Ja, und seit gestern Abend, um mal ein bisschen Werbung machen für ein anderes Video. Seit gestern Abend gibt es ja, ein neues Video auf meinem Kanal von GTA. GTA 5 RP. Auf dem Server Unity. Live. Da spiele ich ja momentan. Ja. Ich habe es endlich geschafft, wieder ein Video zusammenzuschneiden. Weil ihr wisst ja immer, so GTA-Videos, das ist nicht so einfach. Man muss halt Material zusammen haben. Und dann sich auch die Zeit nehmen zum Schneiden. Also ich habe für dieses Video etwa... 3,5 Stunden gebraucht, also das ist Zeit, die sehr aufwendig ist. Und deshalb wird es immer wieder mal so ein paar Videos geben, denke ich, von GTA. Wie halt ne, damals auch auf GTA Live und so. Also schaut es euch ruhig an. Wie gesagt, ihr könnt alles auf meinem Kanal anschauen. So, was ihr Lust habt, was euch gefällt, was ihr Bock habt. Auch die Atlas-Let's Plays natürlich. Wir werden weiterhin Atlas-Let's Play machen. Also, ich habe auch Bock. Ich habe wirklich Bock. Ich habe richtig Bock. Also, es macht mir auch weiterhin Spaß. So, auch wenn ich ein bisschen tilted bin, ein bisschen sauer bin, ein bisschen enttäuscht bin, ein bisschen wütend. Also, alles so zusammen. Dass das halt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Irgendwo war hier ein weibliche Katze.
dir hinten in die Ecke. Keine Katze, du bist eine Sau. Hieß ich. Ja. Was denn? Wie gesagt, wenn ihr auch Ideen habt noch für weitere Let's Plays oder sagt, hey, spiel doch mal das oder probier das mal aus, schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich offen für Neues. Ich weiß halt nur nicht immer, wann genau das dann kommen wird oder ob ich es, wie viele Folgen, wie oft und sowas. Wow, die Katzen sind aber ganz schön schreckhaft, ne? Haben die Sehen einen kurz und dann hüpfen die ja schon weg. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese Kommentare, ich schaue mir Kommentare an. Deswegen auch nicht immer, wenn ich auf nicht immer jedes Kommentar reagiere. Ich versuche schon auf die meisten Kommentare zu reagieren. Oder mache euch dann ein Herzchen oder einen Daumen nach oben, wenn ich es zur Kenntnis genommen habe und gelesen habe. Also nicht denke, dass ich die Kommentare nicht lese. Ich lese immer die Kommentare, ja? Gern Pferd wieder, ne? Aber wir haben keine Bolas. Wir können uns kein Pferd zähmen. Die haut da hinten überhaupt. Ich will gar nicht so weit da hinten rennen. Gibt noch hier vielleicht einen in der Stadt oder so? Mal ganz kurz husten, Moment. So. Jawohl. Auf dem Boden. Gucken wir mal zu der da hinten. Ganz kurz gucken, ob es eine andere gibt, welche eine höhere Level-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 
Wir können noch nicht. Wir müssen noch skillen. Okay, alles klar. Dann, warte mal, schauen wir ganz kurz noch einmal hier. Okay, wir haben nicht mehr viel. Also können wir, wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Sachen sammeln und sowas, dann müsste es eigentlich hinhauen. Dann zählen wir uns die Katze und dann fahren wir ja auch vielleicht schon los. Ja, und ich würde einfach sagen, wie es weitergeht und was es sonst noch so erwartet, das seht ihr dann alles in der nächsten Folge von Atlas. Bis dahin, haut rein, macht's gut und tschüsschen!